Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bauen wir mal nicht ein Möbelstück selber, sondern... Genau, heute geht es mal um meinen Bereich und zwar cyclen wir ab, beziehungsweise möbeln ein altes Stück auf und machen aus alt neu. Und ja. Das in Zusammenarbeit mit Bauhaus. Nach dem Intro geht es wie immer los und wir wünschen dir ganz viel Spaß dabei. Viel Spaß, bleib dran, bis gleich. Wollen wir vorweg den Zuschauern sagen, wo man solche Schätzchen herbekommt oder wo du das Schätzchen her hast? Ich denke, das wissen die meisten Leute. Also es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten wie online oder Haushaltsauflösungen oder Freunde, die einen anrufen, Bescheid sagen. Und das war nämlich so ein Teil hier. Da hat mich meine Schwester angerufen und die hat das gerettet. Also ich glaube sogar vom Sperrmüll. Normalerweise hätte ich sowas auch weggeworfen. Ne? Mir tut es aber immer leid, wenn ich bei solchen Möbelstücken diese Verzierung sehe. Ich denke mal, die sind handgeschnitzt. Das ist genau. Und dann stelle ich mir mal vor, wie viel Arbeit dahinter steckt. Genau, auch diese Polsterung, das ist alles Handarbeit. Ne? Also ich kann sowas nicht wegschmeißen und auch nicht stehen lassen. Und deswegen arbeiten wir das jetzt auf und machen daraus aus alt mach neu quasi. Ne? Richtig. Was müssen wir als allererstes tun? Also ich denke mal, wir wollen den Stoff komplett neu machen. Genau, wir wollen den Stoff neu machen. Wir haben es schon neu besorgt und ich würde jetzt erstmal versuchen, hier das ganze alte Zeug abzukriegen. Keine Ahnung, wie viele Jahre dahinter stecken. Den Stoff sollte man natürlich komplett entfernen. Kann man auch sagen, jetzt man zieht einen neuen Stoff rüber? Ja, nein, würde ich nicht machen, weil ich immer den Schaumstoff sehen möchte, wie der noch intakt ist. Also der hier ist noch gut erhalten, es ist lediglich ein bisschen Staub. Aber ihr müsst natürlich darauf achten, ob da Stockflecken oder Schimmel oder sonstiges drauf ist. Und da heißt es natürlich unbedingt austauschen, weil das ist gesundheitsgefährdend. Ne? Genau, also dann neuen Schaumstoff kaufen, bekommt ihr auch übrigens im Fachzentrum. Und so wie auch alle anderen Produkte, die ihr jetzt hier seht. Genau, die haben wir alle im Bauhaus bekommen. Video. Ne? Das heißt, alten Stoff haben wir entfernt. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir so viele Tackerklammern wie möglich entfernen. Dazu nimmt man einen flachen Schraubendreher, hast du verwendet? Genau, ich nehme immer am liebsten einen flachen Schraubendreher, weil der für die Hebelwirkung gut ist, dieses lange und eine Kneifzange, kräftig genug und eine Kneifzange, um die rauszuholen. Danach haben wir das gründlich abgesaugt. Und jetzt können wir loslegen mit dem Malen, oder? Nee, ich würde jetzt nochmal reinigen richtig und entfetten auch. Universalreiniger zum Beispiel. Universalreiniger, Möbelreiniger, also etwas, was entfettet und reinigt einfach, ne? Damit wir eine schöne Grundlage haben für die Farbe. Also heißt, dass der Fett, alte Möbel haben ja Fett oder auch... Genau, das sollte entfettet werden, ne? Damit der Lack dann hält, wahrscheinlich. Okay. Ja. Das heißt, wir müssen weil auch wir ohne Anschleifen auch sind. Genau. Ach da, wir können ohne Anschleifen arbeiten. Richtig, bei Kreidefarbe ist das ganz, das ist ja, deswegen arbeite ich damit so gerne, weil du kannst auf sämtlichen Oberflächen damit malen, brauchst kein Schleifen. Okay. Und aber dafür ist Entfetten wichtig. Ich habe schon mal bei deinen Videos gesehen, man könnte oder man sollte, um tolle Oberflächen zu erzielen, braucht man nachher doch ein Schleifgerät letztendlich. Ja, später. Ne? Das haben wir gleich. Und fürs Anmalen, Anstreichen haben wir jetzt Kreidefarbe, hast du unterschiedliche Töne mitgebracht und die hauen wir jetzt alle hier drauf. Richtig, nein, tun wir natürlich nicht. Ja, das klang erstmal interessant, wir haben es erstmal mitgenommen, um auszuprobieren. Wir machen uns jetzt auf einer kleinen Fläche hier ein paar Pinselstriche, ich würde das schon ausprobieren. Ich möchte auch gerne sehen, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Und mit dem Stoff wahrscheinlich vergleichen. Genau, und dann möchten wir gucken, was gut harmoniert zu dem Stoff, den man sich ausgesucht hat. Aber es ist immer hat was mit Experimentieren und... Die Kreativität freien Lauf lassen. Ne? Richtig, ja. Pinsel, was braucht man dazu genau? Also ich vermute mir jetzt hier für dieses kleine Möbelstück kleine Pinsel. Da reichen zum Beispiel diese zwei für kleinere Oberflächen Rundpinsel, um in die Strukturen reinzukommen oder eben auch nachher mit Wachs eine schöne Struktur rauszuholen, mit Tupfen oder was auch immer. Okay. Natürlich auch breite Pinsel für größere Möbel, Oberflächen, genau. Könnte man hier verwenden, aber das ist nicht nötig, aber für große Oberflächen schon. Na, hast du dich entschieden für glückliches Grün? Ich habe mich entschieden, ja. Ich fange halt schon an. Und jetzt geht's los mit dem ersten Anstrich und dann schauen wir mal, wie viele, wahrscheinlich eine zweite Farbschicht noch drauf muss. Könnte man auch dann einen anderen Farbton nehmen beispielsweise, ne? Könnte man. Man kann es mit Spachtel zum Beispiel auch einarbeiten oder mit so ein bisschen Struktur einfach nur, dass man zum Beispiel diesen Rundpinsel nimmt und dann so drüber tufft. Je nachdem, was man für einen Effekt haben möchte, ne? Aber dieser Pinseleffekt, der sieht ja schon mal sehr schön aus, ne? Ich möchte diesen Pinseleffekt auf keinen Fall und ich möchte eigentlich auch nicht so viel Effekt, weil diese Bank zum Beispiel schon sehr
strukturiert ist und da möchte ich eigentlich, dass man das Muster nachher schön sieht und dann okay. will ich nicht noch viel mit Farbeffekten ablenken. Ja. Ne? Mache ich das, das richtig? Ja, einfach erstmal. Einfach auftragen, ne? Ja, ich denke, streichen kann jeder. So, der Mister kommt hier schon mit einem Feinhaarpinsel an. Wir haben das Möbelstück jetzt mit circa 2-3 Farbschichten überzogen und wollen jetzt weitermachen mit den Farbakzenten. Also Wachs, Colorwachs oder noch eine andere Farbe aufspachteln. Also fangen wir jetzt mit dem Shabby-Look an, quasi. Genau. Das heißt, ich sehe jetzt schon, du hast gerade gesprochen von Effekte. Mhm. Jetzt hast du den Wachs mitgebracht. Theoretisch, wenn jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn mir die Oberfläche der Farbton so gefällt, könnte ich das ja so belassen. Ne? Ich muss es jetzt nicht runterschleifen. Natürlich, auf jeden Fall. Nein, ihr müsst überhaupt nicht schleifen. Wir schleifen nur, um Akzente rauszuholen oder das Holz darunter nochmal rauszuholen oder wie hier dieses Muster, was eingeschnitzt ist. Aber mit dem Colorwachs könnt ihr zum Beispiel auch nochmal Farbakzente setzen, verschiedene. Oder eben mit dem Schleifgerät und beidem. Aber wenn einem das so schön gefällt, dann einfach mit Wachs drüber, um die Poren zu verschließen, ja. vor Feuchtigkeit zu schützen, okay. falls man Glas umkippt, überhaupt vor Kratzern, allen möglichen. Okay. Mhm. Aber wir machen das ja erst später. Mhm. Wir wachsen das ja später. Das heißt, wir werden jetzt erstmal diesen Shabby, eine Runde schleifen, diesen ja. Shabby-Look erzielen. Mhm. Und dazu habe ich schon gesehen, hast du einmal, den habe ich nämlich auch bei mir in der Werkstatt, den Accenter-Schleifer. Genau. Der ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu groß. Ne? Ist für große Möbelstücke, große Oberflächen, wo man einfach sich nicht so einen Wolf schleifen will. Mhm. Zum Beispiel mit dem Schleifplatz. Wo ist mein Schleifplatz? Hier ist dein Schleifplatz. Genau. Damit habe ich aber auch schon ganz viel gearbeitet. Schleifpapier drum und schön mit der Hand drüber. Da hat man manchmal eine bessere Besseres Kontrolle. Gefühl, ne? Eine ja, bessere ja. Kontrolle einfach, wie stark man irgendwas abschleift. Mit dem Exzenterschleifer, da müsst ihr natürlich ein bisschen Acht geben. Auch welche Könnung ihr einsetzt. Ne? Das ist auch nochmal wichtig. Mhm. Das heißt, der hier, der Exzenterschleifer für großflächige Möbelstücke, ne? damit man sich keinen Wolf schlafen will, wie du gesagt hast. Und dieser Advance Multi 18, den haben wir ja schon viele DIY-Videos verwendet, vielseitig einsetzbar. Ne? Die Aufsätze kann man abnehmen. Super. Und der ist, glaube ich, sehr, sehr handlich, um jetzt... Der ist toll für die Ecken. Ne? Also der Schleifplatz geht natürlich genauso super, hier für Ecken rausholen oder für die Schublade. Aber der ist natürlich einfacher in der Handhabung, weil man hier schön die Ecken nehmen kann und zum Beispiel hier auch in dieses Muster reingehen kann und so. Alles also klar. Das macht dann schon nochmal einen Ticken mehr Spaß. Jetzt bin ich bei der nächsten Frage. Thema Schleifpapier. Ja. Das ist hier ein paar mitgebracht. Ich sehe jetzt 120er, 180er, 240er. Ja. Was würdest du empfehlen für den Einsteiger? Mit was sollte man anfangen? Also es geht ja auch für die Geräte, die gleiche Körnung. Also je feiner, desto besser erstmal. Also testet euch da erstmal ran. Mit die 240er Körnung ist erstmal nicht schlecht, weil das schön fein ist. Und man kann dann auch weiter hochgehen mit der 120er oder so weiter. Da müsst ihr euch langsam rantasten einfach. Vintage-Look, das ist ja so ein Look, der starke Abnutzung zeigt. Theoretisch könnte ich jetzt auch mit einem Hammer beigehen und auf Möbelstück raufhauen. Auf jeden Fall, ja. So wie man es möchte, ne? Oder man haut hier mit dem Schleifer irgendwelche Ecken rein. Also das ist natürlich je nach Belieben, wie doll das aussehen soll eben. Ne? Ja, oder ob es eben so glatt bleiben soll. Das sieht natürlich auch super aus. Alles klar. Das hast du uns so einige Techniken gezeigt. Jetzt können wir ja loslegen mit dem Wachsen. Ne? Aber du hast mir vorhin auch erzählt, dass man vorweg, ich denke mal, das ist wie bei den Ölen, man sollte die Schleife oder die Oberfläche dann gründlich vom Schleifstaub entfernen. Ne? Auf jeden Fall. Was empfiehlst du da einfach? Kann man da mit einem Pinsel das Ganze abpinseln? Also man kann schon pusten oder abpinseln, aber saugen finde ich nochmal besser und auf jeden Fall auch abwischen. Je nachdem, wie stark der Staub entstanden ist. Also wenn es nur mal ein bisschen ist, dann reicht da abpusten mit Pinsel oder eben absaugen. Aber abwischen ist immer so nochmal mein Favorit, damit sich das mit dem Wachs später nicht verbindet. Ja, und für welches Wachs hast du dich entschieden? Ich würde tatsächlich das Goldwachs mal probieren, vielleicht auch das Weiße. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Dann lass mal loslegen, lass mal mit dem Gold anfangen. Und nachdem das getrocknet ist, können wir auch loslegen, endlich mit den Polstern. Ja, weil dieser gelbe Bezug, der stört mich schon, ja, ne? dieser Schaumstoff. Ja, ist ja auch nicht schön anzusehen. Dann kommt endlich der Lieblingsstoff drauf, den man sich ausgesucht hat. Und da könnt ihr schauen, ob ihr mit Tackernadeln, Handtacker oder eben hier wie wir mit diesem mega Der war schon cool, ne? Es macht auch mega viel Spaß und geht auch nicht so in die Hände wie der Handtacker, ne? Und, oder alternativ? Alternativ wären Polsternägel, beziehungsweise hat man eigentlich immer Tacker
und Polsternägel, weil es gibt viele Ecken, wo man einfach tackert. Je nachdem, was ihr für Möbelstück habt. Es gibt ja auch, oder auch klebt. Projekte, wo ich jetzt eine Kommode habe, da ist ja kein Möbelstück vorhanden, kein Stoff, ne? Polster vorhanden. Ja. Super. Jetzt widmen wir uns, glaube ich, jetzt noch den Feinheiten von diesem Möbelstück. Ja. Griffe. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sorten im Fachzentrum. Könnt ihr euch ruhig ein paar holen und mal ranhalten. Das haben wir nämlich letztendlich auch gemacht. Mhm, genau. Und wir haben uns, oder du hast dich... Ich habe mich für den Originalen natürlich entschieden. Den fand ich vorher schon mega süß. Und ich versuche so viel wie möglich Originales beizubehalten. Ja, und damit das Möbelstück auch nicht dann schön ein Parkett oder je nachdem Fliesen zerkratzt, können wir euch noch empfehlen, Möbelpolster bzw. Filzgleiter anzubringen. Gibt es einmal einen klebend oder zum Schrauben. Ja. Ich persönlich finde die zum Schrauben besser. Du hast gesagt, ich würde die schon lieber zum Kleben nehmen. Das ist dann letztendlich euch überlassen, was ihr da macht. Mhm. Und fertig ist das aufgearbeitete Möbelstück. Ja. Ne? Noch ein bisschen Deko und fertig ist das Upcycling DIY. Ja. Gefällt mir ziemlich gut. Ja, also, geworden, ne? Anfangs war ich so ein bisschen skeptisch mit der Farbe, aber wirklich sehr, sehr schön geworden. Wahnsinn, ne? Wenn wir jetzt mal ein Vorherbild einblenden und uns jetzt mal das Ergebnis anschauen. Wow. Tatsächlich ein bisschen freundlicher auch einfach, ne? Bisschen verspielt, das kann man ja auch gestalten, wie man möchte, wenn man es ein bisschen moderner haben will. Ne? Wir hoffen, euch hat das ganze Video hier gefallen. Ja. Würden uns über einen Handwerker-Daumen nach oben freuen. Genau. Bis demnächst, euer Mr. Handwerk, euer Mrs. Handwerk. Ciao. Bis dann, tschüss. So, komme ich jetzt einen Sekt? Oder einen Kaffee? Oder einen Kaffee. Hältst du dich aus, die Babybar? Ja.